Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Genau, Hyrule Warriors, der fünfte Part. Klick, klick haben wir gemacht und, da sind wir gestern stehen geblieben. Und, ich wollte ja dann nochmal sehen, was der gute Sheik... Okay, diese Lyra hat ein Donnerelement. Und Sheik ist Stufe 7 und hat ein Herzchenlein weniger als Impa. Okay. Also gucken wir doch mal. In Sheiks Medaillenschmiede. Und ich sehe eine leuchtende Angriffsmedaille aus Lumpen. Ja, Sheik ist ja nun mal unergründlich. Also lumpen wir mal ein Kokiri-Schwert. Schön. B und Y, okay. Alles klar. Da geht auch erstmal nichts anderes. Defense! Monsterzahn. Nur ein Monsterzahn für eine Flasche. Flaschen. Wir mögen Flaschen. Flasche 1. Und da können wir nichts machen. Hilfsmedaillen. Genauso wenig. Ja, gut. Okay. Ja. Der Trankladen. Der Plündertrank. Der will, dass wir... Der erbeutet mehr Waffen. Ach ja. Bevor wir also... Dann... Wenn ich jetzt nochmal B drücke. Ja, da sind wir wieder im Menü. Was denn eigentlich... Moment, Herausforderungen, Abenteuermodus, Abenteuer. Begib dich auf ein Abenteuer mit zahlreichen Herausforderungen. Der Legendenmodus. Erlebe die legendäre Saga. Also eigentlich den würde ich schon als allererstes gerne abschließen. Freier Modus. Spiele bereits gewonnene Schlachten. Beliebigen Charakter. Abenteuer, zahlreiche Herausforderungen. Stell dich ungewöhnlichen Herausforderungen im Herausforderungsmodus. Die Galerie. Die kann man sich doch mal angucken, oder? Kämpfer betrachten. Link. Könnten wir uns eine kleine Preview auf den Zauberstab angucken. Den Feuerstab. Sieht cool aus. Ist auch ein altes Item. Ich glaube, zum ersten Mal vorgekommen in A Link to the Past für den Super Nintendo. Oh, und der formt sich um. Ist das schön. Okay, Musik hören, Bilder betrachten, gibt's nix. Okay, das ist dieses Meilenstein-Prinzip mit Puzzleteilchen. Da steht Nintendo ja in letzter Zeit so richtig krass drauf. Nicht nur auf dem Nintendo 3DS, sondern auch bei... Kid Icarus oder beim neuen Smash Bros. Zum Beispiel. Oder jetzt hier. Das, Orden. 100 Feinde auf einmal mit einem Spezialangriff besiegt. Auf einmal. Wir haben 51. 500 Feinde während eines einzigen Einsatzes von Magie besiegt. Boah, okay. Insgesamt 100.000 Feinde besiegen. Oh. Da gibt's einiges. 1000 Waffen finden. Ach du Scheiße. Ja, richtig. Ich wollte ja eigentlich... Da gibt's aber hier gar nicht. Wenn ich nochmal B drücke, dann sind wir natürlich wieder auf dem Homescreen. Ja, das ist korrekt. Ich wollte mir eigentlich ein paar Waffen angucken. Legendärer Modus. Zum Bazar. Link. Trankladen, Trainingsraum. Kombiniere Waffen, um ihre Fähigkeiten zu modifizieren. Warum kann ich da nicht drauf drücken? Das macht Düng. Bei Impa geht das auch nicht. Genauso wenig bei Sheik. Das ist kacke. Warum geht das nicht? Okay. Und da haben wir das Herz für Impa gefunden. Ich hätte ja eigentlich echt nochmal Bock, das zu machen. Aber, diese ganzen klitzekleinen Secrets und hast du nicht gesehen und
Das gucken wir uns alles hinterher an. Also ich würde wirklich gerne zuerst mit euch die Story durchjagen und das machen wir doch alles, sobald ich mein kleines nerviges Handy jetzt mal auf stumm gestellt habe. Ne? Go! Der Link, der hat ein Däumchen, der hat einen Daumen nach oben für seinen Zauberstab. Hier ist es wieder der Zauberstab. Also gehe ich mal davon aus, weil entweder Zauberstab oder Feuerstab. Ich habe es ehrlich gesagt in Trailern nicht gesehen. Eventuell könnte man da eventuell andere Elemente reinknallen. Kann das sein? Der Feuerstab? Kann der was? Ein mysteriöser Fremder namens Sheik hatte Link und seine Verbündeten vor den Gefahren der Höhle von Eldin gerettet. Zusammen mit ihrem neuen Weggefährten erreichen Impas Truppen schließlich den Wald von Firone. In den Wipfeln fanden sie ein Dorf, das in einen aussichtslosen Kampf mit den Monstern verstrickt war. Link und Impa wollten zwar die Suche nach Zelda fortsetzen, konnten aber die Note der Dorfbewohner nicht ignorieren und stürzten sich an ihrer Seite in den Kampf. Ui, sehr, sehr rot die Map. Okay. Kann ich hier eigentlich Schlacht verlassen? Da sage ich nein. Status. Besiege Pyroma. Schon wieder. Niederlage. Lana flieht oder der Deku-Baum fällt. Oh, das, wow. Wir wissen nicht, wer die beiden sind. Das war kein Spoiler. Waffenfähigkeiten, Medaillen, Skulltullas zum Beispiel. Besiege 1000 Feinde, dann taucht eine Skulltulla auf. Tutorial braucht keine so Option. Musik ist voll Schlacht. Blablabla. Schlacht beginnen! Gut, wir haben schon ein paar HP-Leisten. Und Gegner neue haben wir auch noch. Servus! Der gute Link. Der. Du! Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer befehligt. Sia. Dann sag mir. Was will diese Sia in Hyrule? Mal sehen. Helft uns. Dann verrate ich es euch. Was? Hey, was bist du denn? Gut. Schlag diese hylianischen Ratten in die Flucht. Das wollen wir doch mal sehen, Kumpel. Ein heftiger Angriff mit Y. Das finde ich super. Bam. Wupp. Okay. Kombosystem mit schwachen und starken Angriffen. Buff, 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 boom. Junge. Bereit, jammern ein Ende. Yo, man. Hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Y hauen sollen? Warte. Ja! Ist das super, ey. Die Karre kann ja richtig was. Und wo zur Hölle haben wir die her? Ich meine, die ist einfach so. Die Siege die Dekoranas. Das ist mit meinem Flamethrower hier überhaupt kein Problem, oder? Yo! Schieß kaputt den Dreck! Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Bogen am Südrand der Siedlung. Du solltest ihn holen.
Ich will einen Bogen. Bogen, 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 Bogen. Wo ist der? Dekorana. Die, gut, gifte du hier mal so ein bisschen rum und... Ich, boah, Alter. Was ist denn mit dem Hauptmann da hinten los? Ja, ich will ja, ich würde ja auch gerne die Dekorania, aber... Mach mal so, komm, hau einfach kaputt den Scheiß, ja. Die Dekorania, die kann... Ach so, verstehe, die kenne ich vielleicht wahrscheinlich nur mit dem Bogen. Könnte ich die mal... Warum? Ich will die nicht mehr anvisieren. Danke. Ich hätte dann gerne den Bogen. Hast du den Bogen nicht gefunden? Nie ohne. Sei da Südrand. Hier irgendwo Bogen. Großer Baum Südwesten der Siedlung. Der muss doch hier irgendwo sein. Da, boah, letztes. Gut, wir holen uns einfach mal alles um den Südplatz. Was passiert, wenn wir... Okay, wenn wir die B-Kombo komplett zu Ende drücken, dann macht der Bang. Dieser Flammenwerfer ist echt scharf, also. Klick, klick, klick. Sheik fummelt hier mit Wasserelementen durch die Gegend. Das, den einzelnen starken Angriff mit Y, den kann ich auch nicht aufladen. Okay. Klick, klick. Whaps. Diese Axt ist auch klasse. Ah, Feldkommandant. Das ist echt so ein cooles Vieh. Muss aufpassen, dass ich den nicht overuse. Oh, da ist ein Beutelchen. Material erhalten. Material finden wir immer toll. Die Dekorania. Das toll. Danke. Soll heißen, ich muss hier außen rum oder was? Und mir dann jetzt endlich... Wie weit denn noch? Hm? Wie gut habt ihr dieses Scheißding denn versteckt? Ich, ja, also... Tut mir ja wirklich leid, Leute. Oh, süße Minibogen. Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weit entfernte Gegner angreifen. Kleinere Gegner werden durchschlagen. Klingt doch ganz geil für den Bogen. So, ich hoffe, mit dem Bogen steigt ein wenig meine Intelligenz in diesem Part. So. Denn ich kam mir gerade doch ein wenig hilflos vor. Oder vielleicht nur sehr fasziniert von dem... Okay. Klick. ZR. Bogen. Peng. Peng. Okay. Anvisieren. Piu! Das geht ja sehr gut. Geschafft, er ist erledigt. Jetzt sollten wir uns um den anderen, um die anderen kümmern. Ja, next, bitte. Pfui! Pfui! Okay. Also, wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Südbaum und der Westbaum sind offen. Ich will erst da unten alles flott machen. Jetzt hole ich euch alle. Komm, fucking Mega Fire Dragon of Everything! Brennt, ihr Spackeln! Lasst sie brennen! Ich komme mir vor wie mit so einem richtig coolen... Mit so einer richtig coolen Heavy-Metal-Dudelsack-Waffe. Der müsste jetzt eigentlich nur noch so, so einen geilen Folk-Metal spielen, während der hier alles wegbrennt. Peng! Feldkommandant mal elegant hier rausbefördert. Da ist ein Bomben-Upgrade, das hole ich mir auch.
Bomben und los. Woo! Hey Kollege, Bombe! Bang! Boah, du Scheiße! Was sollen wir nur tun? Bla, wir müssen den Dekobaum verteidigen. Kostet es, was es wolle. Okay, ja, der Dekobaum, der, du meinst den, über den wir noch gar nichts wissen. Und der Gipto, der, was? Der lähmt mich? Warum lähmt er mich? Leck mir am Arsch, dann halt so! Wumms! Das ist geil. Brenn in der Hölle, du Spast! Der Feind nähert sich von Norden aus. Ich kann mich aber gerade nicht bewegen, tut mir höchst leid. Nicht übel, ich werde mich bemühen mitzuhalten. Ja, okay. Dazu Magie lernen und in irgendwelchen Clans sein. Ich habe voll die mega die Feuerstäbe. Yeah, ehrlich gesagt, probiere ich gerade. Oh, was ist denn da hinten los mit der guten Lana? Ich probiere auch gerade eigentlich andere Kombos zu machen. 1, 2 ist die Axt. 1, 2, 3 ist unser Flammenwerfer. Und mehr geht da gerade anscheinend gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Bam! 1, 2, 3, 4. Ah, der, okay. Gut, aber die Karte sagt uns gerade was ganz anderes. Wir müssen da oben hin. Sehe ich das richtig? So, Jungs, für euch habe ich was Tolles. Feuerelement, fuck dich weg. Magie, hast du nicht gesehen? Bam, 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 bam. Feuer. Zeig mal, was du mit dem Ding kannst. Ja, das, ich nenne das jetzt einfach mal Meteo. Mission erfolgreich. Also arbeiten wir uns einfach mal systematisch vor, würde ich mal behaupten. Ein Glück, das sollte dem Dekobaum wertvolle Zeit verschaffen. Ich denke, langsam sollte ich euch eventuell informieren, dass der Dekobaum eben nun mal der Schutzheilige dieses Ortes hier ist. Und die da, die hau ich jetzt weg mit meinem mega geilen Feuerdrachen. Dieser Feuer... Ah! Feuer? Junge hat den Dekobaum in Brand gesetzt. Schlecht. Oh, der Dekobaum. Wir sind beim Dekobaum. Feuer! Überall Feuer! Ja, und jetzt? Dekobaum braucht Hilfe. Wir brauchen diese Flammen nur löschen. Ich habe einen Feuerstab. Frag mich nicht. Na, die Mission. Lösche das Feuer, das den Dekobaum bedroht. Ja, und wie? Ha! Kein Wasser zum Löschen in der Nähe. Freut ihr euch auf ein feuriges Ende. Zulassen, dass der Dekobaum verbrennt. Was können wir tun? Weiß ich nicht. Ich bin auf dem Weg zum da in Bedrängnis. Aber der großen Fee fühlen. Wenn sie uns hilft, können wir alle retten. Okay, hier gibt es eine große Fee. Das ist sehr schön. Finde die große Fee. Brenne, du Spark! Du bist keine große Fee. Könnt nicht entkommen. Okay. Das ist schlecht. Soll ich hier jetzt exploren? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch einfach nicht. Ah, ich komme hier nicht weg! Da ist ein Feldkommandant, den brennen wir weg. Mächtige Magie, nordwestlich von hier. Das könnte die große Fee sein. Nordwesten, das ist oben rechts. Laufen wir dahin. Laufen, los Link. Laufen, 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 laufen. Da hinten ist Sheik, den will ich helfen. Hurry up! Ah, oh, den Gipto, den könnte ich eventuell auch mit dem Bumerang abknallen, mit dem Bogen abknallen, kann das sein? Ekel Gipto, ey.
Bam! Ja, danke. Für nix oder was? Den hat den Gipto besiegt. Den Kommandant da hinten, den kleine Statist, der hat mich gerade wirklich umgeworfen, ne? Brennt ihr! Säue. Dann holen wir uns die große Fee. Skulltula wurde entdeckt. Ehrlich. Nee, leck mir am Arsch. Erstmal die Fee jetzt. Diese Skulltulas, davon habe ich die Schnauze so voll. Ah, ich spüre die Macht der größten Fee. Kämpf dich durch die Monster durch. Tor, bla, hast du nicht gesehen. Ah, brenne! Boah, ist das behindert. Wie kriege ich denn das weg? Ist das Tor jetzt mal offen? Könnte ich mal bitte? Keller der Göttin ist offen! Ein Huhn? Das Huhn sollte ich nicht schlagen. Jeder Zelda-Fan weiß, was passiert, wenn wir das Huhn schlagen. Also beten wir eine Runde. Na, Süße? Was kriegen wir denn diesmal? Wolken. Dort Regen. Gedacht, sie macht jetzt irgendwas mit dem Hühnchen, das da rumläuft. Der arme Dekobaum. Reichlich angebrannt. So, das Hühnchen, das lassen wir in Ruhe. Denn jeder Zelda-Fan weiß, wenn du ein Hühnchen haust, bist du sowas von tot, Mann. Weil Hühnchen, die sind super lieb und nett, die tun doch keinem was. Die sollte man echt nicht hauen. Okay. Ich versuche jetzt echt noch, diese Skulltula zu finden. Auch wenn sie dann wahrscheinlich gleich sich verpisst. Plan war zu gut. Um fehlzuschlagen. Doch. Ich wollte die Bomben. Das war der Dekobaum, das ist die Prinzessin ist. Ich werde dafür sorgen, dass er es mir sagt. Besiege Pyroma. Ich will Pyroma nicht besiegen, ich will die Skulltula finden. Link hat den Ostbaum erobert. Habe ich das? Ich warte auch die ganze Zeit darauf, dass wir irgendwie die Skulltula hören. Normalerweise geben die eigentlich so ein Kratzen und Schaben von die Skulltula ist geflohen. Das ist echt hart, Leute. Diese Skulltulas. Also, ich find's heftig. Ich find das sehr, sehr heftig. Und wir haben aber schon... Wow, okay, die Skulltula ist geflohen und wir haben die Fee und bla und ich bin an einem Item vorbeigerannt. Das, also so eine Schlacht ist echt hektisch, wenn man wie ich versucht, alles hinzukriegen. Und wie ihr seht, schaffe ich es nicht mal. Ich hau jetzt aber auch mal auf Pause. Denn, wir haben schon wieder überzogen. Macht ja nix. Macht ja nix. Und wir haben heute noch ein Part. Schmeißt ein Like auf den hier. Und klickt direkt den nächsten an. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns.